Veränderung, meine Lieben. Wie geht es euch? Ich hoffe, dass es euch gut geht und der erste Aprilwochenende gut zu euch war und ihr alle zu Hause seid, gemütlich gemacht haben. Ja, Heidi, ist das richtig? Grammatik richtig? Gemütlich gemacht habt, um ganz grammatisch richtig zu sein. So, ich hoffe, ihr habt euch was Schönes und Süßes, wie Kakao mit Sahne drauf oder sowas, so was Deftiges und Süßes gemacht, weil wir wissen ganz genau, das sind die letzten kalten Tage und dann kommt die Hitze. Dann kommen Juli und Juli und dann wünscht man sich das mal ein bisschen wieder, dass man ein bisschen den Grund hat, eine Ausrede zu Hause zu sein. Ne? Ja, so. Ich habe mir auch was Warmes gemacht, einfach kochtes Wasser. Ich mache immer dazu noch ein bisschen Saft, ein Schuss Saft dazu, dann schmeckt das Leben noch viel besser. Ich meine, Wasser ist Leben, oder denn nicht, Heidi? Sagen wir das nicht so? Ja. Dann ziehe ich meine Brille aus und dann kann meine Weisheit aus meinem Kopf anfangen zu bluten. Denkst du nicht, dass ich ein weiser Mensch bin? Ich bin ein weiser Mensch. Aber ich bin auch ein weiser Mensch. Du sitzt neben einem weisen Mensch. Ja, deswegen bin ich auch weise geworden. Ist das ansteckend? Ich denke schon. Na denn? Es ist wie Dummheit, oder? Kluge Menschen machen auch andere Leute klug. Dumme Menschen machen auch andere Leute noch dummer. Weiß ich nicht. Das schmeckt sehr gut. Also ein bisschen Wasser, also für Leute, die keine Wasser trinken können und versuchen, mehr Wasser zu trinken und die haben Schwierigkeiten damit. Ich würde immer empfehlen, einfach Wasser aufzukochen, also warmes Wasser und einen Schuss Saft. Dann kann man das trinken. Oder denn nicht, Heidi? Oder funktioniert das bei dir nicht? Nee, das funktioniert bei mir nicht. Nee? Nee. Warum denn nicht? Zu viel Wasser. Zu viel Wasser ist das für dich? Ja. Ja, sonst, was hat diese Woche dich beschäftigt? Nix, ja. Außer das mit Will Smith, da hat jeder ein bisschen andere Meinung dazu. Ja, also es war meine persönliche Meinung. Ich weiß es nicht, ich war nicht unter seinem Haut. Ich habe das nur im Fernsehen gesehen. Der Witz war scheiße, der Witz war einfach unmöglich. Der Ohrfeige war scheiße. Die Art und Weise, wie das Internet damit umgegangen ist, beziehungsweise die Weltöffentlichkeit damit umgegangen ist, war scheiße. Ich finde das Schlimmste, dass man jetzt fragt, also es gibt jetzt diese Diskussion, soll man ihm die Oscar wegnehmen? Oscar, das Preisträger. Das hat auch, dass er diese Chris Rock Ohrfeige hat, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Das hat mit seiner Arbeitsleistung zu tun, mit seiner Leistung als Schauspieler zu tun. Und davor wurde er geehrt, Heidi. Und das, was er gemacht hat, das war einfach, der Witz war scheiße, erste Linien. Und vor allem, der Witz und das ganze Sache hat überschattet, worum es eigentlich ging. Und es geht darum, dass Frauen Haare verlieren. Und ich glaube einfach, in westlicher Welt ist das so, Frauen mit langen Haare ist gleich Gesundheit. Ja, schon für euch, aber es gibt auch, außer einfach aus genetischen Gründen oder aus Stress, verlieren Leute einfach Haare. Ja? Und Glatze zu haben ist nicht Schlimmes und es ist normal. Frauen dürfen Glatze haben, weil sie das haben wollen und ihr Haare nicht pflegen können, so wie die gerne haben möchte, oder weil sie denken, es ist nicht die oberste Priorität für denen, oder aus gesundheitlichen Gründen. Du weißt es nie, warum jemand seine Haare geschnitten hat. Ja, ich finde, ich komme aus Kenia und dort ist ganz normal, wenn man die Möglichkeit nicht hat, seine Haare zu pflegen, dass man einfach jetzt die Haare rasieren. Hm? Das ist viel einfacher. Ja, und ich würde mir wünschen, dass hier in Deutschland das normal wäre und nicht automatisch sie ist krank oder dann ist man sofort unerotisch oder so weiter. Das finde ich schade. Ja, oder Heidi, wie ist denn die Einstellung zu Haaren? Du war immer gut bedeckt mit dem Kopf, mit der Haarpracht auf der Kopf. Ja, wenn man alt wird, ändert sich vieles. Auch die Haare, oh? Hat man weniger. Auch die Haare. Aber
Ja, man soll Dinge, aber ja, es sind nur Haare, die kommen und gehen, ne? Ja, und ich finde seine Frau, dass sie da offen dazu steht und sie nicht versteckt. Das finde ich toll und ja, darum ging es eigentlich. Und ja, ich meine, Will Smith hat seine Frau getröstet die ganze Zeit. Wir wissen nicht, was Will Smith und seine Frau durchgemacht haben. Das wissen keiner. Wir kennen nur, dass man stark ist und dann außen geht und sagt, hurra, ich habe durch Krankheit bedingt verliere ich meine Haare. Weißt du, was von dem Mut und man durch Mut haben muss, um einfach so öffentlich dazu zu stehen, weißt du? Das weiß keiner. Sonst, ja, die Preise werden teuer, die Preise steigt. Gestrige Preis ist nicht der heutige Preis. Was gestern war, war gestern. Ich hab gesehen, beziehungsweise ich habe ein Bild gesehen bei Aldi, die hatten 1 Liter Sonnenblumenöl und das kostet 4,99. Ja, das kriegst du noch. 4,99. Nee, das ist von Aldi die Eigenmarke. Die Eigenmarke von Aldi kostet 1 Liter Sonnenblumenöl für 4,99. 5 € für 1 Liter, Kochöl. Da kann man sich einfach fragen, also ganz ehrlich, dann soll man sich einfach gewohnt kochen ohne Öl. Richtig. Das ist. Richtig. Mein liebe Leute, dann sollen wir uns einfach kochen. Also meine Großmutter damals. Sie konnte sich keine Öl leisten und sie hat gegessen und gekocht ohne Öl. Es geht auch, ja, es geht auch kochen auch ohne Öl. Also ich rede vor Leute so Geringverdiener wie ich. Wenn du überdurchschnittlich gut verdienen möchtest und du möchtest eine westliche Erkrankung erleiden, denn viel Öl macht auch krank. Wenn du das leisten kannst, dann geh und kauf dir 1 Liter Öl für 4,99. Ja, für 5 €. Wir Leute, die uns das nicht leisten können, wir müssen gucken. Vielleicht sollen wir uns einfach unser Geschmack umändern und einfach weniger Öl benutzen beim Kochen. Oder? Ja, braucht man nicht so viel. Da braucht man nicht so viel, am besten fast gar nicht. Ist gut für deine Gesundheit und ich meine, jeder Gemüse ist auch ein bisschen Öl, also. Man braucht nicht unbedingt überall Öl zu haben. Der Öl muss nicht unbedingt schwimmen. Von meiner afrikanischen Küche, von meiner afrikanischen Leute oder von viele, ich rede nur von afrikanischen Leute, da ist, wenn man mit Öl kocht, dann neigt man dazu, dass der Öl oben diese, weißt du, Ölaugen, Ja, Fettaugen. Fettaugen haben muss. Das muss ich jetzt nicht mehr haben, weil wir uns das einfach nicht mehr leisten. Wenn du ein Geringverdiener bist, nur als Tipp, versuch mal einfach weniger mit Öl zu kochen. Und vielleicht irgendwann brauchst du Öl gar nicht. Und dann musst du nicht irgendwie 4 € oder 6 € oder 10 € für 1 Liter Öl zu benutzen. Dann kaufst du lieber Fleischteile, die Fett haben. Man muss nicht immer Filet essen. Ne? Man kann ja auch gutes Stück Fleisch mit gutes Fett einfach kochen. Da braucht man kein Öl. Ne? Wenn ihr schon bei Kaufen oder wenn ihr etwas kauft oder sowas, dass ihr Gedanken macht, wie kann man das Ding kochen ohne Öl. Jetzt habe ich so viel über Öl gesprochen, über Will Smith. Ja, was hatte ich noch beschäftigt? Was willst du noch Tipps geben an meine Leute. Ich habe die Wassertipps gegeben, wie man mehr Wasser trinken kann, wenn man Wasser nicht mag. Immer ein bisschen Schuss Saft rein tun. Nur ein bisschen. Also 1 Liter Saft. Saft. Ja, oder Nektar. Oder irgendetwas Gesüßtes. Und dann, da brauchst du ja für 2 Wochen. Und dann musst du immer nur einen Schuss, wie Espresso, ein Schuss Espresso. Dann lasse ich das, dann gewöhnt man sich auch an das Wasser zu trinken. Irgendwann braucht man das gar nicht mehr. Besser als Diät. Ich trinke Wasser und dann trinkst du einen Schluck Coca-Cola und dann bist du wieder rückfällig. Mach sowas nicht. Das ist nicht gut, Kinder. Das ist nicht gut. Was hast du noch für Ratschläge, für so Kochenratschläge, Ernährungsratschläge? Wird überbewertet.
Ich muss nicht so viel essen. Ich muss nicht so viel. Also am besten gar nicht essen, Heidi. Am besten ja, nicht wenn, so. Du konntest weiterhin viel Öl benutzen, aber nicht so viel davon essen. Wenn das gehen würde. Also nicht so viel essen, meine Lieben, damit deine Portemonnaie gespart wird. Weil laut gebildete Leute, also die Ökonomen und so, die sagen, es wird noch weiterhin teuer. Und ihr wisst nicht, wann es aufhört. Das Einzige, was irgendwie so am Ende der Linie so ich gehört habe, beziehungsweise gelesen habe, ist, die Immobilienpreise, die sollen nicht weiterhin hochgehen. Die wird irgendwann aus 2024, die fangen an zu stagnieren. Heidi, ich drehe gerade, du kannst doch nicht meine Kamera rumwackeln, nur weil du das Sudoku machen musst. Entschuldigung. Entschuldigung. Skandalus, ja. Oh. Naja, wie gesagt. Ah, jetzt bin ich verloren. Mein Lieben, ich wünsche euch schönes Wochenende. Ist doch schon vorbei. Heidi, noch ein paar Stunden. Die Stunden zählen, es kommen. Oder ich wünsche euch eine schöne Wochenstart. Ich wünsche euch erfolgreichen April. Ich wünsche euch, dass ja dieser April bringt ja verschiedene Gesichter bzw. verschiedene Wetter. Ich hoffe, dass ihr das genießt, wirklich bewusst genießt, weil der Sommer soll heiß werden. Haben die gesagt, oder Heidi? Ihr soll richtig heiß werden. Also genießt noch die Kälte, bevor wir anfangen, bevor du anfängst zu schwitzen und du fast einmal pro Woche bei DM rennen musst, um dir den Deodio zu kaufen. Da reicht nicht nur, da musst du, weil du triffst es ja fast quasi. Wenn man das Haus nicht verlassen kann, weil es viel zu heiß ist. Ja. Genießt das Aprilwetter. Bereite euch vor auf das Ostern. Ich hoffe, dass ihr schöne Ostern haben werdet. Bis dahin werden wir uns nochmal sehen und uns unterhalten. Wenn ihr euch das Video gefällt, like es. Wenn das Video euch nicht gefällt, kommentiert es, dass euch nicht gefällt. Das hilft mir sehr, sehr. Ein bisschen. Weil ich bin auch nicht immer motiviert, die Welt meine Meinung zu sagen. Manchmal habe ich keine Meinung und ich muss mir mal eine bilden, wie die Bild-Zeitung. Und wir wissen, was auf die Bild-Zeitung steht. Adios, meine Lieben. Und bild dir keine Meinung von Bild-Zeitung. Sorry, Bild-Zeitung. Bye-bye.